Ich liebe Dinge, die absolut simpel und unkompliziert sind. Absolut simpel. Mein iPhone zum Beispiel. Oh Mann, das ist eine göttliche Erfindung. Ein Knopf, mach mal ein Ding mit nur einem Knopf. Ich liebe es. Und da gibt es Leute, die sagen, oh, Glaube und so, das ist absolut kompliziert. Lassen wir die Finger von. Nee. Glaube und die Bibel und Gott, das ist super, super simpel im Kern. Glaub mir. Zeig's dir. Das ist der Kern der Bibel, die Hauptaussage. Gott liebt mich. Oh Mann, er liebt mich in einer Liebe, die ist einfach da. Gott liebt mich. Zweitens, ich habe gesündigt. Ich habe es verbockt. Irgendwie mit meinem Egoismus habe ich an den Regeln von Gott vorbeigelebt und habe mein eigenes Leben gelebt. Ich bin aus dieser Liebe rausgefallen. Das wäre absolut trostlos, wäre da nicht dieser Jesus starb für mich. Jesus starb für mich und er hat das wieder hingebogen, was ich kaputt gemacht habe. Und viertens, ich muss mich entscheiden, für Gott zu leben oder ohne ihn. Das ist die Hauptaussage der Bibel. So einfach. Das verändert Leben. Das ist diese krasse Botschaft, die Power hat, dein Leben zu verändern und das Leben deiner Freunde zu verändern. Wenn du willst, dass Europa wieder so richtig vibriert, dann lern dir diese Aussage auswendig, merk dir sie und poste sie weiter an ganz, ganz viele Menschen. Gott liebt mich, ich habe gesündigt, Jesus starb für mich und ich muss mich entscheiden, für diesen wunderbaren Gott, der mich so liebt, zu leben. Wenn das nicht simpel ist,